Willkommen zurück bei Let's Play Cryostasis. Und wir waren hier. Okay, jetzt kommt mir zwar. Ah ja, okay. Hier haben wir eine Leiter geöffnet, die nach unten führt. Interesting. Interesting. Anscheinend waren wir doch noch nicht hier. Ich habe gerade gedacht, dass ich den falschen Safe geladen habe. Und ich habe jetzt die Lautstärke angepasst. Man müsste mich jetzt viel besser hören als sonst. Allerdings höre ich den Ingame-Sound jetzt überhaupt nicht. Vielleicht soll ich da doch noch einen Kopfhörer verwenden im nächsten Part. Mal schauen. So, okay. Verwenden wir jetzt einmal unsere zwei Hände. Ja, Hände kann man verwenden. Sowas habt ihr aber wahrscheinlich noch nie gehört. Und ich habe das zumindest noch nie gehört. Damit können wir jetzt... Was war das? War doch was. Egal. Hier ist was offen. Das habe ich schon bei der Testaufnahme gewusst, sage ich ja mal. Bis hierhin habe ich ungefähr gespielt. Jetzt mache ich mal ein bisschen die Lautstärke laut. Ich höre da fast gar nichts. Moment. So. Ich habe halt Angst, dass es dann so ist, dass man mich dann hört, weil ich höre gerade, was ich spreche. Aber zuerst der Dialog. Werden die Kabel halten? Ja, alles okay. Wir haben es fast geschafft. Los, noch ein bisschen. Warte einen Moment. Dieser Verschluss rutscht immer wieder. Hier für alle Mädels, nackter Mann. Die halbnackte Mann, sag ich mal. Da, hier. Der halbnackte Mann wurde zum Zombie. 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 Okay. So, was ist hier? Eine Vision? Die ist weg. Warst du das? Du hast uns unsere Vision geklaut. Aufpassen, bei dem bin ich bei der Testaufnahme ein paar Mal draufgegangen. Ich habe nur bis zur Vision gespielt bei der Testaufnahme. So, uns ist kalt, uns ist eiskalt. Ich friere. Okay, Vision starten. Was ist mit diesem Menschen passiert? Warum ist er gestorben? Jetzt sind wir wieder von diesem Boot da runter. So, was bist du für einer? Ich muss es mir genauer anschauen. Was ist das? Ich habe alles, was ich finden konnte, in den Taucheranzug gesteckt. Der Sauerstoff reicht für etwa 5 Minuten. Okay. Alles klar. Wir haben, was wir haben. Es sollte genügen. Gehen Sie zum Lift. Ich schicke ihn runter. Okay. Das wird wohl der Lift sein. Oder ist das der Lift? Ja, bestimmt. Es sieht danach aus wie ein Lift, ne? Ja, genau. Oh mein Gott. Eine Tauchaktion. Steigen wir mal rein. Ab in den Tauchanzug. Oh, der ist aber eng. Naja, egal. So, und jetzt? Geht's unter Wasser. Unten links seht ihr den Sauerstoff, den wir noch verfügbar haben. Beim Verlassen des Lifts. Das Wasser ist trübe. Wenden Sie sich dann nach links und suchen Sie nach mir. Ich werde im Boot sein. Okay, nach links. Ich wollte gerade nach rechts gehen, weil ich so blöd war und nicht weiß, wo links und rechts ist. Und wir waren alle hier unten. Also grübelten wir nach. Und plötzlich, Fusch, kam es über uns. Ah ja, da ist der Typ. Was müssen wir jetzt machen? Ah, okay, wir müssen wahrscheinlich die Monster da. Ich sagte, er soll im Wasser bleiben und jetzt sind wir selber im Wasser und jetzt belästigen sie uns sogar im Wasser. Unglaublich. Also die sind echt hartnäckig. Hier lang. Und stützen. Und dann, Sie kennen den Rest. Zuerst war es heiß, dann kalt und jetzt ist es verrückt. All das Tauchen. Also gut. Da kommt doch ein Zombie. Na komm her. Geh mir aus dem Weg, du stirbst nur. Was ist da draußen passiert?
Ja, da findet sich eine Menge Müll. Ich kämpfe gerade gegen Müll. Müll, komm her. Ich nenne dich jetzt Müll. Abfallmüll. Was macht ihr denn da? Sput am besten zurück. Dann wisst ihr, warum ich gesagt habe. Also wenn ihr das bald so sieht, der wird sich da den Ast ablachen. Ich glaube, den Part zeige ich ihnen danach, wenn ich ihn gedreht habe. Der steht doch auf so einen Scheiß. Der ist wie Kenny aus Kenny vs. Benny und ich bin hier nur der Spenny, der vernünftige Spenny und so. Okay, nicht die Ventile berühren. Hey, warum erzähle ich das? Sonst muss man alles wieder von vorne starten. Aber ich glaube, das sind auch wieder so Quicksave drin. Was soll das? Achso, hier geht's lang. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum er gesagt hat, nicht die Ventile berühren. Das verkompliziert natürlich die Sache. Weil ich nicht gedacht hätte, dass wir jetzt da durch müssen. Hey! Du schon wieder. Na, hat Spaß gemacht. Komm, lass mich in Ruhe. Hä? Habe ich jetzt verloren oder was? Ja, ja, genug geredet. Nee, doch nicht. Sie sind fast da. Lass mich in Ruhe, du perverse Sau. Na los. So, Sauerstoff haben wir noch genug, aber auch nicht so viel. Wir sind gerade bei Medium angelangt. Lass herunter. Was lass du herunter? Sag mir, was zum... Was lässt du herunter? Was lässt du herunter? Vorsicht, ich bin gerade im Park. Nick, geh weg. Geh mal einfach mal weiter. Wir haben ja nicht genug Sauerstoff. Wir können hier nicht für over 9000 Jahre hier herum albern und mit den Zombies spielen. Nein, wir müssen auch langsam mal ernst machen. Das ist hier ein Horror-Shooter und so. Obwohl wir noch keine Anzeichen von einem Horror-Shooter haben. Aber es kommt noch. Waffen kommen erst später. Vor allem Schusswaffen. Dann wird es richtig interessant. So, und jetzt? Dadurch, oder was? Ich folge einfach mal diesen Durchgang. Wir benutzen dies und ein Polster, um das Loch zu stopfen. Ich senke die Stütze ab und Sie zertrennen mit dem Schweißbrenner die Tower. Okay, was lässt er runter? Sag, was lässt er runter? Achso, er lässt es gerade herunter, okay. Oh. Vorsicht, du hättest mich fast zermalmt damit. Ein bisschen mehr Vorsicht hier. Okay. Also, was jetzt? Hier vielleicht? Da? Zertrennen Sie die Tower an beiden Haken. Ah, das kann man gedrückt halten. So, hier. Unter Wasser arbeiten. Vom Feinsten. Sauerstoff geht langsam zur Neige. Hoffentlich schaffen wir es. Und was bringt es jetzt, was wir da machen? Ich habe keine Ahnung. Das soll mal einer verstehen. Erste Stufe abgeschlossen. Wir sind hier nicht in irgendeinem Spiel. In irgendeinem Spiel, wo man Missionen abschließen muss. Also, das ist ja mal ins Blöde sowas. Wir spielen sowas. So, hier ist eine Fackel, die heilt uns. Möglichst nah an die Fackel hin, damit wir auch möglichst viel Wärme haben. Oh, die gibt viel Wärme, die Fackel. Auch wenn sie schon fast erloschen ist. Aber egal. So, jetzt ist hier überall Eis, wo vorher das Wasser war. Ja. Ich dachte gerade, es ist irgendein Monster in der Nähe, weil ich höre ja nichts. Oder ich höre nur sau schlecht. Ich konnte gerade mal den Dialog mithören, was er gesagt hat. Und jetzt kommen auch noch diese... Achso, hier ist es sehr kalt, deswegen... Deswegen, ja... Deswegen diese kleinen Anfälle. Hier ist noch eine Leiter. Auf der Leiter, auf der Leiter. Nee, Quatsch, es heißt auf die Mauer. Wie komme ich darauf? So, was ist das? Ist das eine Waffe? Es ist keine Waffe.
Was ist das? Ist das eine Waffe? Nein, das ist ein Schalter. Dann ist es plötzlich auf einmal so warm. Was liegt hier daran? Eine Lampe. Aber Lampen sind doch wärmer, oder? Naja. Wir haben ja noch unsere Taschenlampe. Moment, hier, genau. Die habe ich fast vergessen. Aber nur fast, ne? So, was ist hier los? Also ich glaube, das spiele ich im nächsten Part echt mit Kopfhörer, weil so kann man keine Horror-Shooter spielen mit leiser Lautstärke und ja. Und sonstigen Käse. Wir müssen zuerst die Fackel verwenden, sonst werden wir hier erfrieren, weil es so kalt ist. Und zwar möglichst viel Wärme tanken. Also ne, im nächsten Part kann ich wieder zum Sound ein bisschen episch so mitmachen, so und machen und so, ne? Jetzt hier irgendwo lang? Ja, genau. Oh, hier ist es eiskalt. Seht ihr das? Oh, schnell weg, bevor wir erfrieren. Schnell, schnell, da hoch, schnell. Nein, nicht da, da hoch. Hier, genau da. Hier ist es ja so kalt wie in einem Tiefkühlcontainer. Obwohl ich noch nie in einem war, aber egal. Hey, wo sind wir hier jetzt? Achso, ja, hier ist noch eine Leiter, genau, habe ich vergessen. Dann push the button, let me... Ja, okay. Diesen Song kenne ich nicht auswendig. Und dann rede ich wahrscheinlich wieder so... So ein Bullshit auf Englisch, ne, so... Let me... Und so, und dann versteht es kein Schwein. Und dann wundert ihr euch, was ich da rede. Wahrscheinlich wundert ihr euch jetzt gerade, was ich hier rede, aber egal. Nein, hätte ich fast vergessen. Hier stürzt man ein. Das hier ist locker. Lass mal den Zombie einfach darüber latschen. Hallo? Zusammenkrachen? Okay, Zombies scheinen wohl sehr leicht zu sein. Ja gut, die haben ja auch nichts auf die Knochen. Nur ein bisschen Eingeweide und so. Aber okay, wie kommen wir jetzt darüber? Wie kommt der Kevin jetzt darüber? Erstmal ein paar Eiszapfen zerbrechen. So, und jetzt kommen wir herüber. Nee, Spaß. ach ja, genau, die Stelle kenne ich noch. Da habe ich ewig lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie es weitergeht. Müssen wir zurück? Nein, zurück geht's nicht. Vielleicht hier auf dieses Rohr kann es sein. Ich probiere es mal. Ja, genau, sieht gut aus. Und jetzt da runterspringen. Nein, Spaß. Runterspringen ist gleich tot für uns. Können wir hier weiter? Nee, ich glaube nicht, oder? Oder vielleicht da lang? Ja, es sieht gut aus. Wackelt zwar ein bisschen, aber es geht. Ah, ja, hier ist wieder so eine Postkarte, die wir geschickt bekommen. Die uns geschickt wurde von einer mysteriösen Person. Schauen wir uns die mal an. Und Danko führte sie. Sie folgten ihm willig. Sie glaubten an ihn. Mühsam war der Weg. Er war finster. Und an jeder Biegung öffnete der Sumpf seine faulige Falle und verschlang Menschen und die mächtige Mauer aus Bäumen versperrte den Weg. Die Äste waren ineinander verschlungen, wie Schlangen breiteten sich die Wurzeln aus und jeder Schritt kostete die Menschen viel Blut und Schweiß. Lang war ihr Weg, der Wald wurde dichter, die Kräfte verließen sie. An diesem Punkt begannen sie, sich über Danko zu beschweren. Sie sagten, ein so junger und unerfahrener Mann hätte sie nicht führen sollen. Doch er schritt ihnen voran und war heiter und gelassen. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts, ne? Also storymäßig kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ihr müsst es wahrscheinlich schon kennen, die Story, falls ihr meine Parts gesehen habt oder auch nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Liegt an euch. Und hier ist eine erneute Vision. Das wird ja ein langer Part heute. Mal schauen, was dem passiert ist. Alles klar. Jetzt sind wir hier wieder bei diesem Unterwasserzeugs. Sie befindet sich gleich in der nächsten Sektion. Okay. Tauchen wir mal weiter. Blub. Blob, jetzt weiß ich, wie sich Fische fühlen. Letztes Mal hat sie nicht gepumpt. Ganz gleich, was wir versucht haben. Irgendwo muss eine Blockade sein. Hier oben ist das Rohr gebrochen.
es dort unten durch etwas blockiert ist, dann brennen sie es mit dem Schweißbrenner weg. Okay, was blockiert denn uns? Diese Tür hier blockiert uns zwar extrem. Mal schauen. Nee, Spaß, geht nicht. Können wir da hoch? Ja, eigentlich schon, ne? Oder ist der Taucheranzug schwer, dass wir da nicht hoch können? Hallo, ich will da hoch. Ich ersticke. Mir geht die Luft aus. Wo geht's hier lang? Mir bleibt nicht viel Zeit. Haben wir eine Taschenlampe? Eine Unterwassernachtsicht oder sowas? Na, wir können Licht damit machen mit dem Feuer. Aber wo geht's hier lang? Ich habe null Plan. Hier ist eine Leiter, aber anscheinend ist es so behindert, um Leitern hochzulatschen. Okay. Das ist die Warnung. Sauerstoffmangel! Muss! Nach Luftstamm. Okay, ich bin erstickt. Aua! Epileptische Anfall. Alles klar, es ist dicht. Jetzt müssen wir die Pumpen anschalten. Sie befindet sich gleich in der nächsten Sektion. Letztes Mal hat sie nicht gepumpt. Ganz gleich, was wir versucht haben. Irgendwo muss eine Pumpe Hallo? Sein. Notruf! Hier oben ist das Rohr gebrochen. Vielleicht weil Trümmer heruntergefallen sind. Wenn es dort unten durch etwas blockiert ist, dann brennen sie es mit dem Schweißbrenner weg. Hier vielleicht? Ah ja, da zeigt es was an. Ja. Ja! Verdammt ja, wir hatten Druck! Endlich! Frische Luft. Ach, ein Traum. Hey, schleiche mich da nicht durch die Räume hier. Und gleich schmeißt er mich ins Wasser, wie so ein Verräter bei Call of Duty. Ach, aber die Grafik ist schon heiß, ja. Die Reflexion vor allem. Da wurde wahrscheinlich extra ein großer Wert draufgelegt. Oh, hi, was geht denn? Oh! Ah. Hey, hey, ruhig, ich hab nichts für euch. Ich hab kein Kleingeld. Muss Axt nehmen! Ja, aber erstmal raus. So. Fick dich, Zombie! Stirb, Zombie! Also, geht doch. Hey, jetzt haben wir sogar eine Axt. Ist ja geil. Endlich war es Besseres als dieses Zeug da, als dieses hier, da. Jetzt haben wir endlich mal eine richtige Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Ne, du? So, wo geht's denn jetzt lang? Wo ist meine Lampe? Lampe! Hier. Aha, okay, geht's hier vielleicht lang? Ja, ne? Sieht schon gut aus, oder? Ach, jetzt sind wir hier, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Und jetzt habe ich sogar die Rennen-Taste gefunden. Unglaublich. So. Jetzt wieder über die Rohre. Boah. Ist aber nicht sehr stabil. Hier glüht noch eine Fackel. So, ist dahin. Komm, geh weg. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe eine Axt. Leg dich nie mit einem Mann an, der eine Axt hat. Auch für euch Leute da draußen, ne? Nie mit Leuten anlegen, die eine Axt in der Hand habt. Ne, wenn ihr eine Knarre oder so habt, dann rennt am besten weg. Eine Axt, ist schon mächtig. Ach scheiße, uns ist hier wieder saukalt. Okay, hier müssen wir schnell rennen. Kalt, wir frieren. Ach nee, geht's hoch. Schnell. Das war knapp. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wir sind nicht gestorben. So. Ah, hier ist wahrscheinlich erstmal ein Schalter hier. Und dann die Fackel. Ne, Technik ist wichtiger als das eigene Leben. So. Müssen wir jetzt wieder rum? Ja, das war wahrscheinlich eine Zwischenstation, glaube ich, zumindest. Ja, hier geht's weiter, aber jetzt haben wir ein bisschen wieder an
Wärme verloren. So, möglichst nahe. Okay, und jetzt rennen, rennen, rennen. Oh. Ich sagte, rennen und der stirbt. Okay, man muss da außen rum latschen. Mensch, der stirbt da aus einem Meter Höhe. Unglaublich. Noch nee, sind wir jetzt wieder hier oder was? Nein! Bitte nicht, nein! Oh man. Warte, nein. Hier geht's nicht lang, hier geht's lang. Oh nein, ich werde mich heute freuen beim Rendern. Es dauert dann wieder so mehrere Stunden, wo ich nichts machen kann. Außer PSP spielen. Ah, hier ist es sehr warm. Sogar wenn man hier jumpt, ist es noch wärmer als sonst. So, hier, oh, es ist ja, oh, ist ja ein Traum hier. Am liebsten würde ich hier meinen zweiten Wohnsitz hier aufmachen. Direkt hier. So, das gibt Wärme, hier ist es heiß. Das kann jetzt ein wenig dauern. So, okay. Jetzt haben wir mehr als genug Wärme, die wir jetzt verlieren werden an diesem Scheiß-Sammel. Habe ich nicht vorhin etwas über Äxte gesagt? Die hat anscheinend nicht zugehört. Der schaut nicht meine Let's Plays. Ne, wenn ihr meine Let's Plays nicht anschaut, dann endet ihr so wie der hier. Okay, hier. Noch wärmer. Muss mehr Wärme tanken. Ich bin wärmesüchtig. Wärmesüchtig. Hört sich aber pervers an oder falsch an, was weiß ich. So, jetzt wieder schnell rüberlatschen. Schnell, 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 schnell. Rennen, 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 rennen. Rennen, 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 rennen. Hier, da, hier nach oben. So, dann hier push the button. Dann hier ist wieder eine Fackel. Okay, wir haben schon maximal. Nein, ist nicht wieder hier runterjumpen, sonst ist es wieder so ein Tod aus einem Meter Höhe. Jetzt kannst du nicht rennen. Hallo, rennen! Rennen! Oh mein Gott! Episch! Ich muss mich schon erwärmen. Was bist du denn? So, hier ist ein Gluthaufen. Oh, der ist ja heiß. Heiß, da verbrennt man sich ja. So, machen wir das Gelbe noch voll. Okay. Und wo geht's hier jetzt lang? Taschenlampe raus. Aha, 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 sehr interessant, aha. Der Ort kommt mir aber nicht bekannt vor. Egal. Hey du. Danke, dass du es mir durchgebrochen hast. Sehr freundlich von dir. Ohne dich hätten wir das Spiel jetzt nicht weiterspielen können. Sehr freundlich. Und dafür stirbst du jetzt, ah? So. Was ist das? Geister. Ghosts. Sagt ihr auch was? Ghosts. Ich hab den Geist erwischt. Haha. Oder bin ich mit dem nur ein? Ne, das ist tatsächlich ein Geist. Haha, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ah, Geister. Oh, noch mehr Geister. Ich will hier weg. Schnell hier weg. Oh nein. Ja, doch, hier geht's weg. Hä, was ist das? Ah, hier. Schnell aktivieren, bevor ich noch an Angst sterbe. Wo geht's denn hier jetzt lang? Haben wir irgendwas geöffnet oder sowas? Mal schauen. Wahrscheinlich laufen wir jetzt in die falsche Richtung. Wie ich mein Glück kenne in solchen Spielen. Es ist immer dasselbe. Ich weiß nie den Weg. Hat man schon in meinem Amnesia-Demo-Spiel gesehen, wo ich Amnesia getestet habe. Da habe ich auch nicht gewusst, dass man da einen Zweig entfernen muss, damit die Kurve funktioniert. Aber wo geht's jetzt weiter? Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Ach, da oben geht's weiter. Ich wollte den Part schon beenden. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich. Moment. Aber wo geht's noch hoch? Ich habe so keine Ahnung. Gluthaufen. Na also gut, dann sage ich mal, ich beende den Part und dann geht's hier an der Stelle weiter mit Creo Stasis. Bis dann, Servus.